Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurem Glücksorakel. Yay! Einen Tag noch und dann ist Weihnachten. Die Zeit verfliegt, ich sag's euch, das ist Hammer, oder? Ja, und es ist so schön, wenn alle vier Kerzen brennen. Yay! Ja, es ist voll schön. Ich genieße es natürlich, jetzt hier gemeinsam mit euch hineinzuschauen in das Glücksorakel und vielen lieben herzlichen Dank für so viele Bestellungen meiner Heferl. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Danke auch an die vielen zahlreichen Buchungen, die mich erreichen und auch natürlich eure Spenden für eure Wertschätzung. Und wenn auch du mit diesem YouTube-Kanal wertschätzt, dass du das anschauen kannst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du unseren Kanal unterstützt. Vielen lieben herzlichen Dank an dieser Stelle. So, und jetzt schauen wir gemeinsam hinein in die einzelnen Sternchen. Heute werden Sterne vergeben, ja, zum Glücksorakel der Göttinnen. Das ist ein Stern, das ist der erste Stern hier. Ich bin gespannt, was möchte jetzt das Glück deiner Göttinnen und Götter dir mitteilen? Was solltest du jetzt unbedingt wissen? Hier nehme ich etwas, ein bisschen so, du möchtest ein bisschen so mit dem Kopf durch die Wand. Ich nehme hier wahr, dass hier eine Liebe auf dich zukommen möchte, aber du schaust nicht hin. Du möchtest auch noch nicht hinschauen. Du bist auch noch nicht bereit, dorthin zu schauen. Und das ist auch gut so. Lass dir auch Zeit, ja, du wirst den richtigen Zeitpunkt auch erhalten, aber hier dein Glück sagt schon mal, wow, jetzt könnte es echt schön werden bei dir. Das heißt, hier haben wir den Amos Pfeil, Richtungswechsel und Hochzeit. Ich denke mal, dass du vielleicht immer gesagt hast, nö, du willst nicht nochmal heiraten, nö, du nicht, ne? Alle anderen können ja, aber du möchtest nicht mehr heiraten, ja. Da sagt diese Karte, eieiei, da wird es einen Richtungswechsel geben. Da wird eine Wechsel stattfinden und zwar vom Single-Dasein in eine Partnerschaft. Das ist das, was ich so spüre bei dir. Dann hast du hier Amors Botschaft an dich. Das heißt, der Amor schießt schon mal ganz kräftig los sozusagen, um euch jetzt Turteltäubchen jetzt zusammenzubringen. Denn Amor möchte jetzt die Hochzeitsglocken bei euch klingeln. Yay! Da wird's geheiratet, was das Zeug hält. Ja, der Ring ist schon da. Schaut mal. Oh, ich krieg Gänsehaut. Ja, schön. Ah, ja, sehr, sehr schön. Vielleicht bekommst du zu Weihnachten einen Heiratsantrag. Auch das könnte dein Glück jetzt sein. Das könnte auch sein, dass jemand fragt, dass deine Liebe dich sozusagen fragt, ob du ihn heiraten möchtest. Ne? Sehr schön. Und wenn du Single bist, dann kommt jemand auf dich zu, der dich unbedingt heiraten möchte und dass du an seiner oder ihrer Seite bist. Dann ist die neue Liebe und Seelengefährte. Die Karte kommt ständig jetzt raus in den Single-Liebes-Orakel. Ich glaube, bei Amors Botschaft haben wir es gehabt. Falls du die noch nicht angeschaut hast, schau dir unbedingt Amors Botschaft an. Die ist am 16.12. rausgegangen oder da kannst du es anschauen, ja? Also hier eine neue Liebe und dein Seelengefährte. Wow, ist das schön. Also du hast einen Stapel der Liebe sozusagen. Jetzt kommt nämlich wieder das Herz, der Ring erneut. Wow, wie schön ist das, Leute? Oh, ich freue mich so sehr. Also einige von euch werden hier einen Heiratsantrag erhalten, bekommen, ja. Oder es könnte natürlich sein, dass du einen Vertrag eingehst und zwar in dem Job, den du jetzt liebst, ne? Also es könnte sein, dass dein Glück, dass deine Göttinnen und Götter sagen auch, du wirst einen Richtungswechsel im beruflichen Bereich haben. Du wirst jemanden
mit jemandem zusammenarbeiten auf Augenhöhe, ne? Dein Paar ist ja auch auf Augenhöhe, ein Hochzeitspaar. Und da, wo dort, wo du dein Herz, wo dein Herz schneller schlägt. Und das könnte dieser neue Job sein in den Richtungswechsel, ne? Und dann hast du das absolute Glück und den wunderschönen Vertrag in der Liebe sozusagen. Ja, noch einmal dieses Herz. Also die gleichen Karten, Ring und Herz, Ring und Herz. Das sollte dir schon zu denken geben, wenn zweimal die gleichen Karten herausfallen in unterschiedlichen Kartendecks. Und genau noch so dazu auch noch so liegen, das ist schon eine Sensation, Leute. Also da kommt ein definitiv ein Liebesvertrag auf dich zu. Und der Bär und die Sterne, das ist wirklich der Seelengefährte. Also hier kommt eine bärenstarke, erfolgreiche Vertrag auf dich zu oder dein Seelengefährte. Also dein Glück ist schon mal auf deiner Seite. Also die Göttinnen und Götter, die vergöttern dich sozusagen. Ja, sehr schön. Dann die gesegnet sein, also du fühlst dich gesegnet vom Universum und hier sind auch die Sterne gefallen und hier sind auch die Sterne. Das heißt, du fühlst dich rundum gestärkt von deinen Göttinnen und Göttern. Die sorgen jetzt dafür, dass ihr genau das bekommt, wofür du diesen Stapel belegt hast. Ja? Entweder für die Liebe oder im Job. Ja, sicher, also sicher bekommst du diesen Job oder diesen Herrn an Land gezogen. Es liegt bei dir immer. Du musst dir dein Leben schon selbst bunt ausmalen oder anmalen. Also mach das Beste daraus. Sei so glücklich, dass andere auch glücklich werden, wenn sie dich sehen. Ja, genau um das geht es. Glück ist etwas Wunderschönes, wenn man Menschen damit etwas Gutes tun kann. Und das wirst du tun. Denn du hast jetzt nochmal die Liebe bekommen, ja, nochmal die Bestätigung, einmal, zweimal, dreimal Liebe, viermal, sorry, fünfmal Liebe, fünfmal Liebe, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sorry, siebenmal mit der Hochzeitskarte. Also das ist schon mega, das ist schon ein Stapel der Liebe, das heißt, du kennst dich als Liebe. Du bist Liebe, du weißt, dass du Liebe geben kannst und dass du Liebe auch empfangen kannst. Dann haben wir die Gemeinschaft, unverhofftes Geld, Liebesglück und da hat sich eine Karte versteckt, die Hauptperson. Also es geht jetzt wirklich um dich, dass innerhalb du der Gemeinschaft, es könnte sein, dass du jetzt ein Teil der Gemeinschaft bist, beziehungsweise dass du Liebe in die ganze Menschen hineinbringst. Egal, was du machst, was du tust, du wirst etwas, was du liebst, in die Menschen tragen. Ja? Und du lernst ihn oder sie wo kennen, am Abend, in den Abendstunden vielleicht, wo es schon dunkel ist, wo die Sterne schon leuchten und dort, wo Menschen sind. Es könnte wirklich sein, dass du ihn oder sie kennenlernst, wo mehrere Menschen sind. Also nicht nur ein Paar, sondern da lernst du ihn kennen, wo viele Menschen sind. Dann hast du das große Glück und das Liebesglück. Also dir stehen wirklich die Tore offen. Das Glück meint es wirklich gut mit dir. Mach bitte was draus. Steck den Kopf nicht in den Sand, sondern bewirb dich, wenn du jetzt arbeitssuchend bist, bewirb dich, du wirst einen tollen Job bekommen. Oder wenn du eine Selbstständigkeit bist, dann wirst du etwas machen, was Menschen lieben. Okay? Dann, und das kommt sehr unverhofft. Ne? Das kommt sehr unverhofft und es könnte sein, dass du im Monat Oktober schon begonnen hast, mit diesem kreativen Projekt zu beginnen. Oder in Oktober hast du diesen Herrn, diese Dame kennengelernt. Also du beginnst auch ganz neu, 10 Tage, 10 Wochen, also du startest komplett neu oder du hast im Oktober schon gestartet mit einem Projekt, was sich jetzt im Dezember verwirklichen wird. Ja, wieder Erfolg, ähnlich wie die Sterne, steht auch für den Steinbock, ja. Es könnte wirklich sein, dass du um Heiligabend bis zum Neujahr, ja, weil dieses Orakel ist auch von am 23. geht es raus. Das heißt, es könnte sein, 22. Sorry, dann wird das eh super nochmal passen. Am 22. geht es ja raus, am Abend. Oder doch am 23.? Nein, am 23. ist der Mittwoch, genau.
Das heißt, da wirst du dieses Video dann anschauen, ja, am 23. Und das ist genau dieser Zyklus, den du jetzt hier erfahren wirst. Ja. Aber es könnte sein, dass du im Oktober schon begonnen hast, etwas zu machen, zu tun. Dann hast du die Wandlungsfähigkeit. Ja, also du wirst dich verwandeln sozusagen. Ja, wenn Amor dich erwischt hat, dann sagen die Göttinnen, dann wirst du dich verwandeln. Und zwar zu einem liebevollen Menschen, wo du Menschen etwas gibst und ihnen was Gutes tun kannst. Oder ihr beide macht das. Und das ist absolut ein Wunder. Ja, es kommt ein Wunder auf dich zu in deinem Leben. Dann im Fluss, ja, alles ist im Fluss sozusagen. Du wirst den Fluss wieder der Möglichkeiten anregen. Du wirst das machen, was du liebst. Und das ist absolut super. Falls du mehr wissen möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden und wir schauen gemeinsam hinein, was sich bei dir so tut in der Liebe. Yay! Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit an Bord bist. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community bist. Ja, in dem Sinne, das war's für euch. Stapel Number One. Es geht dann eh dahin, ne? Sozusagen. So. Ein wunderschöner Stapel. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ob das auch so jetzt weitergehen wird. Und jetzt kommen wir zu Stapel Number 2. So, was hast du da, mein Schatz? Was zeigt sich bei dir? Was ist das, was ich jetzt bei dir zeigen möchte? Ich bin schon gespannt. Ja, lass deine Vergangenheit los. Da hängst du noch vielleicht ein bisschen in deiner Vergangenheit. Vielleicht hat etwas sehr gut in der Vergangenheit funktioniert. Die Göttinnen und Götter sagen, lass es einfach los, lass es einfach geschehen und du wirst merken, du wirst extrem aufblühen. Und wenn du das beherzigst, wenn du deine Vergangenheit loslässt, ja, das können deine Eltern sein, deine Geschwister, irgendetwas, was dich in der Vergangenheit ja noch nicht ganz so losgelassen hast, oder du hast jetzt deine Vergangenheit losgelassen und weil du deine Vergangenheit losgelassen hast, kommst du jetzt in die reiche Fülle. Das heißt, Amor oder das, beziehungsweise das Glück, ja, sozusagen, möchte jetzt an deiner Seite sein. Und zwar die Göttinnen und Götter sagen, deine reiche Fülle wird jetzt belohnt, weil du in der Vergangenheit sehr fleißig warst. Wirst du jetzt ernten, was du gesät hast. So bekomme ich es herein von deinen Göttinnen und Göttern. Dann hast du einen Ozean voller Möglichkeiten. Also dir stehen wirklich alle Tore offen mit dieser Karte. Ich sage immer ein Ozean voller Möglichkeiten, denn es ist ein wunderschöner Ozean voller Möglichkeiten. Und hier darfst du wirklich ja, in die Tiefe gehen sozusagen. Das tiefste blaue Meer spricht zu deiner Seele. Heilt und besänftigt dich, selbst deine freudigen Gedanken in seine heilenden Fluten einzutauchen. Ja, deine wünschenswerte Resultate zu führen. Also du wirst wirklich hier alles Wunderschöne in deinem Leben auch anziehen. Dann hast du Gespräche von Herz zu Herz. Also hier darfst du wirklich hoffen und ja, dann wirst du ganz tolle Gespräche führen mit deinen Kunden, mit deinen Klienten, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Arbeitskolleginnen, mit Freunden, mit deinen Kindern, egal was auf dich zukommt. Es wird ein wunderschönes Weihnachtsfest für euch werden. Ihr werdet wieder von Herz zu Herz sprechen und es ist reiche Fülle für euch da vorhanden. Und diese Anziehungskraft, die ist so stark, dass deine Göttinnen und Götter sagen, deine Anziehungskraft ist so stark, dass du jetzt, dass die reiche Fülle in dein Leben kommen kann. Dass jetzt das Licht der Liebe entflammt werden kann. Auch Amor hat sich gezeigt hier. Also hier wirst du definitiv das Ruder nochmal umdrehen. Das Schicksalsrad steht jetzt sozusagen
ganz auf deiner Seite, dass der Erfolg, das Glück im Zuhause, im häuslichen Bereich, in deinem Unternehmungen, in deinem Unternehmen, in deiner Firma, in deiner Praxis, in Vorstellungsgesprächen, in Bewerbungen, in deinen neuen Job, wo du dich vielleicht beworben hast. Es wird wirklich ein wunderschönes, ihr werdet euch gegenseitig anziehen sozusagen. Dein Chef, deine Chefin, die werden begeistert sein von dir und von deiner Arbeit, was du leistest und was du machst. Ne? Dann hast du hier die Sonne, das heißt, das absolute Glück kommt jetzt zu dir und deine Seite. Wow, da sind dir viele Karten gefallen. Da bist du schon wieder, ich halte es nicht aus, wo ist das gewesen? Ach, das war so oft, ist diese Kombination herausgekommen. Ach, und genau so, nicht anders. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar bei Amors Botschaft ist es bei einem Stapel herausgekommen, diese gleiche Konstellation. Wow, auch eine Liebe auf Augenhöhe. Das ist eine sehr tiefgehende Liebe, eine sehr tiefe, leidenschaftliche Liebe, eine Liebe des Glücks und der Lebensfreude, des Erfolges. Also da ist wirklich die Anziehungskraft so stark bei euch, dass ihr wirklich das Gefühl habt, ihr kennt euch schon ewig. Und es könnte sein, dass ihr beide sehr, sehr fleißig arbeitet, dass ihr beide könnt mit Geld sehr, sehr gut umgehen. Ich habe das schon mal wo gesagt, ich weiß noch nicht mehr in welchem Video. Ich habe nur das Gefühl, aber ich glaube, dass es das Amors Botschaft war. Aber hier ist wirklich eine Liebe auf Augenhöhe, eine Liebe zwischen zwei Menschen. Ihr könnt euch sehr, sehr gut kommunizieren, ausdrücken, ihr versteht euch auch leicht ohne Worte, ne? Dann hast du hier, wow, ja, das loyale Herz. Also ihr seid wirklich König und Königinnen. Also ihr könnt wirklich sehr gut miteinander sozusagen die Menschen, auch die Liebe weitergeben. Also ihr seid Menschen, die Liebe, die so stark ist zwischen euch, das könnt ihr in die Menschen hinaustragen. Eure Liebe wird noch mehr verstärkt werden. Eure tiefen Gefühle werden verstärkt. Ihr kennt euch in- und auswendig. Ihr seid wirklich auf Augenhöhe. Ihr könntet gut schreiben. Dein Göttinnen, deine Gottheit sagt dir hier auch, mach die Augen auf. Ja? Mach die Augen auf. Es könnte sein, dass er dir oder sie dir schon in der Vergangenheit begegnet ist und du sie oder ihn nicht erkannt hast. Und hier sagen die Götter, mach die Augen auf, denn hier kommt wirklich eine tolle Persönlichkeit auf dich zu. Ja, definitiv ja, definitiv ja. Hier kommt eine tolle Persönlichkeit auf dich zu und höre auf dein Bauchgefühl. Manchmal kennt man die richtige Antwort, traut sich aber nicht, seinen ersten Eindruck, Eingebungen zu folgen. Überlege nicht lange, sondern folge deiner Intuition. Es ist unnötig, das Glück gut zu definieren. Ja, also hier solltest du unbedingt anfangen, jetzt das in dein Leben zu holen. Was möchtest du? Was willst du? Willst du einen tollen Job? Dann darfst du bewegen in die Richtung. Ja, bewege dich. Öffne. Du hast den Ozean voller Möglichkeiten. Du hast alle Städte jetzt zu dir. Zu dir, ja. Die Liebe, den Beruf, die Finanzen, der Job, egal was auf dich zukommt. Du musst es nur noch anpacken. Dann hast du hier die Fülle erneut, Freiheit und die wahre Liebe. Ja, ich habe es gerade vorher gesagt, was soll ich sagen? Ich müsste mich jetzt wiederholen, das mache ich nicht, weil die drei Karten bestätigen nur das, was ich jetzt gerade vorhin auch gesagt habe. Ich zeige es euch nochmal, die in der Mitte, so und jetzt. Ja, also hier kommt wirklich die wahre Liebe zu euch oder möchte zu euch kommen, ja. Die Götter sagen wirklich immer wieder, macht die Augen auf. Ihr seid beide so beschäftigt, dass ihr eure Augen nicht aufmacht. Ihr schaut schon zueinander. Ihr schaut euch quasi schon an. Ne? Aber du schaust vielleicht noch zum Boden und er schaut in den Himmel oder in das Handy oder du schaust im Handy und er schaut in den Himmel. Und dann begegnet ihr euch logischerweise nicht, weil ihr seid abgelenkt. Und die Göttinnen und Götter sagen, lasst euch nicht ablenken. Das
ist für euch so bestimmt, dass ihr zusammenkommt, aber ihr müsst eure Äuglein aufmachen. Ich kriege ständig, macht die Augen auf, okay? Macht die Augen auf. Ja, umwerben, wieder. Ihr seid ein Paar, nachdem man sich gerne umdreht, ja, wo Menschen sagen, Mensch, ist das ein süßes Pärchen. Ihr werdet euch gegenseitig sehr hoch schätzen, ehren. Seine Familie oder ihre Familie wird euch sehr lieb gewinnen sozusagen und ihr werdet gemeinsam noch Großes erreichen. Das ist auch Sinn und Zweck dieser Beziehung auch, dass ihr das gemeinsam etwas Großes erschafft, was zum Wohle der Menschheit dient. Oh, es geht fast zu schnell. Heieiei. Ja, es kann so schnell gehen, aber ihr müsst eure Augen aufmachen, bitte. Jetzt, ab jetzt, macht eure Augen auf. Für alle, die noch Single sind, die auf deiner Jobsuche sind, die selbstständig sind. Ich weiß es nicht, wo du da gerade drinnen bist und was du dir vom Glück wünschst, ist das genau das, was jetzt hier kommt. Ne? Dann könnte es sein, dass du ein Skorpion bist oder dass du jetzt deine Vergangenheit eben geheilt hast. Ja, das kann sein. Also vielleicht hast du deine Vergangenheit geheilt und das ist ein absolutes wunderschöne Legung jetzt auch für die, all diejenigen, die jetzt Skorpione sind. Aber wenn du das, dieses Deck gezogen hast und kein Skorpion bist, sei nicht traurig, denn es geht rein um die Energie. Und zwar, dass es eine leidenschaftliche Liebe ist. Anziehungskraft würde zum Skorpion sehr, sehr gut passen. Diese Anziehungskraft, diese Leidenschaft, dieses Temperament, die Fische, auch wieder die Gefühle. Ne? Also hier sind ganz, ganz viele Gefühle unterwegs. Also wirklich Krebs, Fische, Skorpion, Stier, Steinbock, Jungfrau. Auch Zwillinge bekomme ich hier herein. Ja, dann hast du die Wiedergeburt, also du wirst dich wieder wie neu geboren fühlen sozusagen. Dann hast du die Weisheit, also die Weisheit ist an deiner Seite, das weise Wissen sozusagen, dass du dich wieder geboren, wie neu geboren, du fühlst dich absolut neu geboren in dem, was du hier dann bekommst. Und Sophia, die göttliche Weisheit, jawohl, also die Göttin Sophia ist auch noch an eurer Seite. Wow, welch eine schöne, wunderschöne Legungen der Göttinnen und Götter. Die Göttinnen sind jetzt an deiner Seite und möchten dich bestärken bei allen Unternehmungen, was du jetzt machst, was du tust, was du tun möchtest. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich vom ganzen, ganzen Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. So. Das war jetzt dein Stapel sozusagen. Und dann schauen wir weiter in den nächsten Stapel, in den letzten. Ich bin schon gespannt, was im letzten Stapel drinnen ist, denn das ist ja manches Mal unser Sorgen. Nein, gibt es nicht. Aber das Stapel ist immer sehr interessant, ne? Der letzte. Nicht immer, meistens der erste oder der letzte. Früher war es immer der mittlere. Also so unterschiedlich, man kann das gar nicht sagen, wo was drinnen ist. Aber ich bin schon gespannt, was die Göttinnen und Götter dir jetzt sagen werden im Stapel Nummer 3. So, da, das ist jetzt dein Sternchen sozusagen am Himmel. Ja, jetzt leuchtet dein Stern, ich stelle deinen Stern auf. Der soll für dich jetzt leuchten, ganz, ganz hell. Wow, bei dir ist es auch sehr schön. Wow, da kommt jetzt auch noch was auf dich zu. Gut. Die Göttinnen und Götter sagen, du darfst jetzt deine Lebensaufgabe in die Hand nehmen. Du darfst lernen, dass du dir vertraust, deinen kontinuierlichen Fortschritt, dass du Fortschritte machst. Vertrau darauf, du machst tolle Fortschritte, auch wenn du glaubst, du gehst, weiß ich nicht, Ameisenfüßlein-Schritte, ja, so Ameisenfüßen-Schritten, dass du ganz, ganz langsam, und Ameisen sind sehr fleißig und du bist sehr fleißig, ja,
Aber manches Mal glaubst du, du bist eben so klein und nichts passiert um dich rundherum. Das stimmt nicht. Also die Göttinnen und Götter sagen, du machst sehr brav einen kontinuierlichen Fortschritt. Sie zollen dir Anerkennung für deine fortwährenden und erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten mit Liebe zu erfüllen. Wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch die Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst. Wow, also die Göttinnen und Götter sehen das, was du alles leistest und tust. Du darfst dich nur vertrauen und du musst dich noch befreien. Ja, vielleicht lebst du noch nicht deine Lebensaufgabe und die Göttinnen und Götter sagen, befreie dich, lebe deinen Traum, lebe das, was du leben möchtest und bringe die Liebe zum Ausdruck. Ja, zeige dich, wer du bist. Dann hast du dies, könnte der oder die Richtige sein. Ja, also das ist auch eine wunderschöne Karte und zwar, es ist der richtige Fortschritt für dich. So kann man es auch benennen. Aber in deiner Lebensaufgabe lebst du noch nicht, du lebst noch nicht deine Lebensaufgabe. Warum auch immer und was auch immer es sein möchte oder sein ist oder es wird so sein, dass du einen kontinuierlichen Fortschritt machst, aber du musst deine Lebensaufgabe erst kennenlernen. Und das ist das Wichtigste daran, ne? Haus, Baum, Anker und die Öffentlichkeit. Ja, vielleicht die Göttinnen und Götter sagen auch, dass du in der Öffentlichkeit eine Heilung vollziehen sollst. Du sollst jetzt in die Öffentlichkeit gehen mit deiner Heilung. Also du hast eine große Gabe, Menschen zu heilen oder zu führen. Du hast auch das Glück der Göttinnen und Götter, beruflich in der Öffentlichkeit zu arbeiten, aber auch von zu Hause aus. Also du wirst von zu Hause aus arbeiten können, aber auch in der Öffentlichkeit. Also dein Job, dein zukünftiger Job wird es sein, dass du im Außen arbeitest, ja, aber manches Mal hast du auch Homeoffice, ja. Also du wirst entweder oder beides tun, ne? Und das dreht sich um Heilung, Heilung innerhalb der Menschen, Heilung an dir selbst, Heilung an deinem Zuhause, Heilung an dir, Heilung an anderen Menschen, ganz bestimmt. Und beruflich steht das Glück absolut auf Power, 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 Power. Ja, also hier kommt ganz, ganz viel Glück auf dich zu. Dann hast du zwischen zwei Welten, ja, also du schwankst manches Mal eben. Du denkst dir, du bist so ein kleiner Fisch, ne? Aber der kleinste Fisch kann der größte und intelligenteste sein forever, denn ein kleiner Fisch kommt durch jede kleine Ritze, ne? Denke mal, wenn du so ein dicker Fisch bist, so ein Bäuchlein, ja, so. Ich weiß nicht, wie ich es zeigen soll. So ein dicker Fisch kommt jetzt nicht durch so eine kleine Röhre, ne? So, dann muss er außen drunter rumschwimmen. Und der kleine Fisch, der schwimmt da durch. Zack, und durch ist er, ne? Und der Fisch muss auf größere Umwege gehen, damit er dorthin kommt. Also bedenkt es, betrachtet es aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ihr sollt es mehr als Gelassenheit nehmen. Ja? Nehmt das Leben nicht zu ernst, sondern nehmt es mehr in die Gelassenheit. Auch wenn du ein kleiner Fisch bist, kannst du sehr Großes bewirken. Und das solltest du jetzt bedenken. Denn du zerdenkst dich schon ewig, was deine Lebensaufgabe sein kann. Warum hängst du noch immer da? Ja, weil du dich irgendwo noch nicht befreit hast und deine Lebensaufgabe vielleicht noch nicht so, deine Lebensaufgabe auch noch nicht angegangen bist oder noch nicht das machst, was du gerne machen möchtest, was dich erfüllt. Ja, und du hast schon wieder die Karte, lass los. Ja, das befreie dich und lass los ist beides ganz, ganz wichtig. Und zwar, du hältst an dieser Sache sehr fest, schon lange fest. Und es wird Zeit, etwas Neues zuzuwenden. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues, Gutes zu beginnen und den Zauber des Anfangs zu vertrauen. Ja, vertraue den Weihnachtszauber, vertraue deinen Weihnachtswundern sozusagen.
alles wird gut, alles ist in Ordnung, alles ist okay. Dann könnte es sein, dass du ein Ahnenthema hast. Ja, das ist vielleicht, da konnten sich deine Eltern schon nicht befreien, deine Großeltern und Urgroßeltern. Und du bist jetzt gerade dabei, dich zu befreien. Und das machst du super, weil du kontinuierlichen Fortschritt machst. Aber es hat was mit deiner Lebensaufgabe zu tun. Und was gerade deine Befreiung beinhaltet, das kannst du in deinen Ahnen sehen. Also wenn du wissen möchtest, was mit deinen Ahnen jetzt los ist, sozusagen, was sie dir sagen, mitteilen möchten, dann kannst du dich sehr gerne an mich wenden und wir werden gemeinsam schauen, was jetzt deine Ahnen zu dir sprechen. Ja? Dann hast du die Glaubenssätze. Das kommen jetzt ganz neue Glaubenssätze zu dir. Ab jetzt glaube ich meine Freiheit. Ab jetzt glaube ich an mich, an meinen Fortschritten. Ab jetzt glaube ich an die Heilung meines Zuhauses. Ab jetzt glaube ich an den Job. Ab jetzt glaube ich an meine Selbstständigkeit. Ab jetzt glaube ich an die Fülle, an das Materielle. Was auch immer deine Glaubenssätze ist, die schreibst du jetzt um, sozusagen, mein Schatz. Okay? Dann hast du ein Geschenk und dein angenehmer Brief. Ja, es könnte sein, wenn du jetzt anfängst umzudenken von der grauen Maus in das wunderschöne Krönchen hier, in die bunte, weite Welt, dann kann es sein, dass du wirklich einen tollen Job an Land ziehst oder die Liebe deines Lebens ziehst du sozusagen an. Dann hast du den Wassermann. Ja, entweder bist du Wassermann oder es hat mit der Wassermannzeit zu tun. Vom 20.01. bis zum 18.02. Ja, also da kann es sein, dass etwas passiert bei dir, dass da entweder ein Job, dass plötzlich jemand fragt, hey, hast du Lust? Da und da wird jemand was gebraucht oder da ist ein Job frei geworden und vielleicht wolltest du diesen Job auch immer. Und dann wirst du hier um diesen Zeitrahmen diesen Job finden oder du wirst jemanden deine Ahnen anschauen lassen und dann befreist du dich. Ja, für die einen so, für die anderen so. Es könnte ein Freitag wichtig für dich werden. Vollende etwas, lass einfach los. Wow, einmal loslassen, zweimal und wieder dreimal loslassen. Befreie dich einfach von dem Alten. Zwischenwelt, wow, da haben wir die Zwischenwelt auch. Du hast zweimal die Zwischenwelt, mein Schatz. Du wandelst zwischen zwei Welten sozusagen hin und her. Und jetzt wird es Zeit, dass du ans Ufer kommst, sozusagen. Das Mitgefühl von den Göttinnen und Göttern ist definitiv da. Und dein Potenzial ist es eben, diesen kontinuierlichen Fortschritt endlich zu sehen, dass es weitergeht, dass du bereit sein wirst, loszulassen und in die Heilung zu kommen. Wow, also die Göttinnen und Götter sind jetzt an deiner Seite und sie möchten dich befreien. Mach was draus, okay? Ob du dir die Ahnen anschauen lässt, ob du einen neuen Job findest, ich weiß es nicht. Aber hier wirst du einen angenehmen Brief erhalten oder du wirst einen Brief schreiben und das ist wie ein Geschenk für dich, wo du da rauskommst in diese Welt. Ja? So, das war jetzt deine Legung, mein Schatz. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. In dem Sinne, alles Gute, tschüss, baba.